Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für den Beifall. Sie wissen doch noch gar nicht, was ich sagen werde. Also, ich bin oft gefragt worden von Bekannten und Freunden, aber auch von Feinden, weshalb tust du das? Warum macht er das? Der ist jetzt 65 Jahre alt, hat sein Berufsleben eigentlich hinter sich. Und weshalb nimmt man dann derartige Themen auf? Ich habe darum, das, was ich jetzt sage, hat die Überschrift, warum ich dieses Buch schrieb. Es war auch ein bisschen eine Selbstreflexion und Sie werden merken, ich komme von daher auch dann zum Buch und zu seinen Themen. Vor 43 Jahren hatte mich das Interesse an Politik und Geschichte dazu geführt, nach der Volkswirtschaftslehre zu studieren. Und vor 35 Jahren führte mich eben dieses Interesse in die Grundsatzabteilung des Bonner Bundesfinanzministeriums. Ich habe mich zeitlebens an den beiden Polen Verstehen und Gestalten orientiert. Niemals hat mich das einzelne Sachgebiet dann nur als solches gefesselt. Immer suchte ich den Zusammenhang und die Einbindung ins größere Ganze. Darum waren in der Frühphase meiner Berufslaufbahn meine Dienste als Berater und Grundsatzdenker und als Redenschreiber recht geschätzt. Und das hatte zur Folge, dass ich auch schon als junger Beamter immer ziemlich nah an den sogenannten der zentralen Entscheidungen und großen Problemlagen dran war, mit der deutsch-deutschen Währungsunion, mit der deutschen Einheit als Höhepunkt. Mein nachfolgender Übergang in die Politik, zunächst in Rheinland-Pfalz als Staatssekretär, später als Finanzsenator in Berlin, war ungeplant, er war aber organisch. Auch in den politischen Ämtern wollte ich zunächst verstehen und dann gestalten. Der Haushalt und Finanzen waren für mich dabei ein machtvolles Vehikel, aber das Spiel um den politischen Machtgewinn oder Machterhalt ein Instrument, nicht mehr. Ich habe immer versucht, der politischen Einheit, der ich diente, ob nun Bund, Bundesland, Stadtstaat, diese Einheit dann nach vorn zu bringen, ihre Entfaltung zu fördern und sie krisenfester zu machen. Und zu allen Zeiten habe ich dabei auch versucht, mein Denken und Handeln aus einer Gesamtlogik zu entwickeln. Wenn die Vorgaben und Handlungsweisen meiner jeweiligen Herren oder Chefs zu dieser Gesamtlogik passten, war es gut. Wenn nicht, zog ich auch ganz gerne weiter. Illoyal war ich nie. Unabhängig, da war ich zu jeder Zeit. Manche empfanden mich deshalb als schwierig, aber das habe ich stets mit Gelassenheit ertragen. Wenn man da so lange dem Staat dient, bleibt es nicht aus, dass man ihn liebt. Und das Staatsvolk natürlich auch. Wer Geschichte kennt und mit offenen Augen durch die Jahrzehnte politischen Geschehens wandert, der weiß, dass der Lauf der Welt stärker von Zufall, Dummheit, Opportunismus geprägt ist als von Weisheit und Voraussicht. Wir alle können dem Geschick dafür dankbar sein, dass es uns gerade in diese Zeit, in dieses Land und in diese Gesellschaft gestellt hat. Das ist nichts Selbstverständliches und diese glücklichen Umstände sind obendrein gefährdet. Von einem Teil dieser Gefährdungen handelt mein Buch. Es ist in den vergangenen beiden Jahren entstanden, aber auch das Ergebnis der jahrzehntelangen Erfahrung und jahrzehntelanges Nachdenkens. Als deutsches Volk und als deutscher Staat sind wir an einer Zeitenwende, deren Ausmaß und Charakter vielen immer noch nicht klar ist. Der Geburtenrückgang in Deutschland, der vor 45 Jahren einsetzte, bringt es mit sich, dass jede Generation um ein Drittel kleiner ist als die vorhergehende. Wer also da geometrische Reihen kennt, weiß, dass dies nach 4 Generationen bei etwa 20% endet. Das hat in nur 45 Jahren stärkere demografische Verwerfungen mit sich gebracht als alle Kriege der letzten 200 Jahre zusammengenommen.
Nach einer mehr als tausendjährigen Geschichte ist das deutsche Volk rein quantitativ auf dem Weg der Selbstabwicklung. Diese ist gemessen an der Zahl der Geburten seit dem Jahre 65 bereits stark vorangeschritten. Sie ist zu der zwei Dritteln vollzogen und geht ungebremst weiter. Der damit verbundene Abschied Deutschlands aus der Geschichte beunruhigt mich rein emotional. Nun ist die Größe oder der Kleinheit eines Volkes kein Eigenwert. Auch Dänen, Finnen, Esten oder Letten können glücklich leben. Es geht aber nicht nur um die quantitative Schrumpfung. Die Bevölkerung in Deutschland erfährt auch eine der qualitative und der kulturelle Veränderung. Der immer spärlicher werdende Nachwuchs verteilt sich nicht gleichmäßig auf die Bildungsschichten. Und der Zuwanderung in Deutschland hat während der letzten Jahrzehnte sich da mehr und mehr konzentriert auf bildungsfeinde Gruppen aus muslimischen Ländern. Da sowohl die Struktur der Geburten in Deutschland wie auch die Struktur der Zuwanderung ist wesentlich beeinflusst durch die Strukturen und Maximen unseres deutschen Sozialstaats. Bildung ist in diesem Zusammenhang ungeheuer wichtig, aber die nachhaltigen Auswirkungen der Verschiebung in unserer Bevölkerungsstruktur können durch Verbesserungen im Bildungswesen nur begrenzt aufgefangen werden. Natürlich hängt alles mit allem zusammen. Und darum stehen die neuen Kapitel meines Buches auch in Bezug zueinander. Nach einer der Grundsatzbetrachtung der Verhältnisse von Staat und Gesellschaft und einer Vorschau auf das Wirtschaftswachstum bis zum Jahre 2050 sowie den sich daraus ergebenden der Verteilungsspielraum beschreibe ich zunächst Erscheinungen von also Verfall und Gefährdungspotenzial in der Gesellschaft. Das sind die Kapitel 1 bis 3. Über den Sozialstaat kann man nichts sagen, ohne sich mit den Themen Armut und der soziale Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Das tue ich in Kapitel 4. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden dann in Kapitel 5 verzahnt mit Fragen des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmarktorganisation. In Kapitel 6, da befasse ich mich ausführlich mit Bildungsfragen und gehe dabei auch auf all die Hoffnungen ein, die mit der Lösungskompetenz des Bildungssystems verbunden werden. Das Kapitel umfasst 100 Seiten, weil es schon auch eine zentrale Rolle spielt. Der Kapitel 7 befasst sich mit der Zuwanderung und Integration. Dabei werden vor allem die ökonomischen und der kulturellen Integrationsprobleme der muslimischen Migranten näher analysiert und die sich daraus ergebenden Fragen intensiv erörtert. Kapitel 8 geht auf qualitative wie quantitative Aspekte der demografischen Entwicklung bei uns in Deutschland näher ein. Die Modellrechnungen über die künftige Bevölkerungsstruktur werden angestellt und denkbare Maßnahmen einer qualitativen Bevölkerungspolitik werden erörtert. Kapitel 9 enthält zwei alternative Szenarien für Deutschland in 100 Jahren. Hier gebe ich meiner Fantasie, auch meiner Neigung zur Satire ein wenig Raum, aber dies erscheint bei der empirischen Fundierung der vorhergehenden 8 Kapitel durchaus gerechtfertigt. Die empirische Fundierung meines Buches ist sorgfältig erfolgt. Wo ich Aussagen mache über die Zukunft, sind die Annahmen offengelegt. Der größte Teil des Buches dient der Analyse. Ein kleinerer Teil der Wertung und ein noch kleinerer Teil enthält Vorschläge für künftige Politik. Das hat seinen Sinn. Ich lade alle ein, Unstimmigkeiten oder blinde Stellen in meiner Analyse zu finden, sei es empirisch, sei es logisch. Das wird, so glaube ich, nicht leicht möglich sein. Eine über
einstimmende Analyse ist die Basis, Wertungen zu diskutieren. Wertungen, das ist wahr, kann man so oder anders machen. Wer meine Analyse teilt und meine Wertungen teilt, wird mit meinen Handlungsrezepten keine Schwierigkeiten haben. Wenn aber jemand schon bei Analyse und Wertung andere Wege geht, dann macht es wenig Sinn, mit ihm über Handlungsrezepte zu diskutieren. 80% aller politischen Diskussionen könnten wir uns sparen. Und die übrigen 20% wären wesentlich fruchtbarer, wenn man sich zunächst auf die Analyse konzentrieren würde, dann auf die Wertung und erst am Ende auf die Rezepte. Meist verläuft es umgekehrt. Das ist leider auch bei den von mir diskutierten Themen so. Da sicherlich werden aus dem Buch die Abschnitte zu der Zuwanderung und Integration besonders intensiv diskutiert werden. Das hat ja schon angefangen. Das ist auch gut so. Es darf aber nicht zu einer unzulässigen Verengung des Blickwinkels führen. Erstens, keine wie immer geartete Zuwanderungspolitik kann das Kernproblem unserer Bevölkerungsentwicklung ausgleichen, dass jede Generation ein Drittel kleiner ist als die der vorhergehende und dass in dieser der schrumpfende Zahl der Anteil der Kinder mit bildungsferner Herkunft kontinuierlich steigt. Zweitens, Bildung ist sehr wichtig, aber wenn man meint, man könne dieses Problem allein oder auch nur hauptsächlich durch mehr Bildung lösen, dann macht man den Bildungsfetisch zu einer neuen Lebenslüge unserer Gesellschaft. Drittens, Migranten sind nicht gleich Migranten. Bei Einwanderern aus Osteuropa, Indien, China oder Vietnam gibt es kein Integrationsproblem, das länger als eine Generation dauert. Danach haben diese Migranten durchweg eine höhere Bildungsbeteiligung und bessere Arbeitsmarktintegration als die Deutschen. 10 bis 11 Millionen Migranten in Deutschland und deren Nachfahren haben spätestens in der zweiten Generation kein Integrationsproblem. Sie sind eine wirtschaftliche, kulturelle und der gesellschaftliche Bereicherung für Deutschland. Alle wesentlichen kulturellen und ökonomischen Integrationsprobleme konzentrieren sich auf die Gruppe der 5 bis 6 Millionen Migranten aus muslimischen Ländern. Hier muss die erfolgreiche Integration der bei uns Lebenden den absoluten Vorrang vor weiterer Zuwanderung haben. Auch in der zweiten und dritten Generation dieser Migranten sind Bildungsbeteiligung und Arbeitsmarktintegration dieser Gruppen weit vom Niveau der Deutschen und der übrigen Zuwanderer entfernt und von deren Nachkommen. Das sind Durchschnittswerte. Es gibt auch andere Migranten, auch in diesen Gruppen. Ich sage das, aber die Durchschnittswerte sind halt so. Bedenkliche Ansätze der schnell wachsenden der Parallelgesellschaft sind erkennbar. Die haben auch ihre Ursachen. Nur 3% in der zweiten Generation der türkischen Migranten heiraten deutsche Partner, aber 70% der Russlanddeutschen tun dies. Für diese Probleme ist nach meiner Überzeugung nicht die ethnische Herkunft, sondern die Herkunft aus der islamischen Kultur verantwortlich. Diese prägt einen großen Teil der muslimischen Einwanderer, nicht alle, in einer Weise, die mit der Lebensweise und den kulturellen Werten einer säkularen westlichen Gesellschaft kaum kompatibel ist. Sehr schön kann man dies beobachten in Großbritannien an den sehr unterschiedlichen Integrationserfolgen der Migranten aus Indien und aus Pakistan. Indien und der Pakistan waren ja mal eine britische Kolonie. Die Völker dort sind unterschiedlich, aber die Unterschiede beziehen sich von der Herkunft her nicht auf die Religion. Sie sprechen die gleiche Sprache, sie haben die gleiche Alltagskultur. Gleichwohl sieht man in England, dass Migranten aus Indien in englischen Schulen besser sind als britische Schüler, Migranten aus Pakistan dagegen schlechter, auch in der zweiten Generation. Und dies kann nur kulturelle Ursachen haben, die letztlich im Islam selbst begründet liegen. Die damit verbundenen Probleme belasten nicht nur Deutschland, sondern in ähnlicher Weise
alle europäischen Länder mit einer nennenswerten islamischen Migrationsbevölkerung. Die ökonomischen und der kulturellen Integrationsprobleme mit Migranten aus islamischen Ländern bewirken, dass die ökonomische und der gesellschaftliche Bilanz der Einwanderung aus diesen Ländern für die aufnehmenden europäischen Staaten per Saldo eindeutig negativ ist. Solange sich der kulturelle Einstellung der Dazugewanderten nicht grundlegend ändert, schafft Einwanderung aus diesen Ländern zusätzliche wirtschaftliche und soziale Probleme, anstatt die Lasten der demografischen Verschiebungen abzumildern. Das europäische bzw. das deutsche Sozialstaatsmodell ist daran nicht unschuldig. Die Grundsicherung in Deutschland bedeutet für Migranten, die beispielsweise aus der östlichen Türkei oder aus der Libanon kommen, auch ohne Arbeit ein der Familieneinkommen, das ein realistisch erzielbares Arbeitseinkommen in ihren Herkunftsländern weit in den Schatten stellt. Die wesentlich bessere Integration vergleichbarer Migrantengruppen in den USA im Vergleich dazu Europa wird auch dadurch bewirkt, dass dort Migranten entweder von ihrer Arbeit leben oder das Land wieder verlassen. Neuntens, die gute Konjunktur während der letzten Monate und die sich abzeichnenden Engpässe am Arbeitsmarkt haben in den vergangenen Wochen zum Aufleben einer hektischen und kurzatmigen Einwanderungsdiskussion geführt. Es ist schon paradox. Seit 45 Jahren nähert sich das von uns selbst verursachte demografische Loch mit der Präzision eines Uhrwerks und mit der Langsamkeit und Wucht eines Eisbergs. Und jetzt, wo dieser Eisberg in der Wirklichkeit des Arbeitsmarktes ankommt, sind alle erstaunt und werden hektisch. Der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland, das ist der Jahrgang 1965, ist heute 45 Jahre alt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Berufslaufbahn und seiner Gestaltungskraft, aber er nähert sich nun langsam dem Abstieg. Und wer soll später seine Aufgaben übernehmen? 1,45 Millionen, der 45-Jährige gibt es in Deutschland, aber nur der 950.000 20-Jährige und nur der 650.000 Kinder im ersten Lebensjahr. Zehntens, Hektik führt aber nicht weiter. Nachdenken ist gefragt. Dabei sollte man zunächst aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wer keine gute Bildung mitbringt, wer durch unser Transfersystem angezogen wird, wer große Zahlen abhängiger Familienangehöriger nach sich zieht, wer unsere Kultur ablehnt, der wird als der Zuwanderer, der langfristig, gesellschaftlich und finanziell mehr Kosten verursachen, als er der Gesellschaft bringt. Ich bin dafür, also da viel ist jetzt die Rede von einem der Punktesystem für Einwanderer, ähnlich wie in anderen Ländern. Ich bin dafür, hätte Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Einwanderungssystem wie in Australien, Neuseeland, Kanada oder den USA. Und das bedeutet hohe Qualifikationsbarrieren und keine Transferleistungen für die Eingewanderten. Dann wären 90% der heute bei uns lebenden der muslimischen Migranten gar nicht erst nach Deutschland gekommen. Ich will jetzt aber nicht zu weit ins Aktuelle einsteigen. Das Entscheidende in meinem Buch ist die breite Analyse. Wer die nicht teilt, mit dem muss man sich über die daraus folgenden Wertungen auch nicht streiten. Die der Therapie wiederum ergibt sich von selbst, wenn man die Analyse wirklich durchdrungen hat und die Wertung teilt. Ich bin ein Gestaltungsoptimist und glaube an den öffentlichen Diskurs. Wäre es anders, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Vielen Dank.